Woran erkennen wir denn jetzt konkret, dass die USA sich in der Krise befinden? Ich hatte es jetzt gerade schon gesagt, Stichwort Entdollarisierung beispielsweise. Man könnte jetzt auch sich über die Ölgeschäfte unterhalten. Wir wissen ja, dass das Öl immer mit die wichtigste Ressource der USA war. Sie haben sich damit auch viel beschäftigt. Und ich habe mich so ein wenig gefragt, wir erinnern uns ja noch an den Ukraine-Krieg. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sind die Ölpreise in die Höhe geschossen. Und dann ging jetzt der Krieg in Gaza los, wo man ja eigentlich denken könnte, das ist eine Region dort unten, in dem viel Öl gefördert wird, dass dann hier auch die Ölpreise in die Höhe schießen müssten. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Können Sie das einmal erklären? Also wie hängt das da mit zusammen und wie hängt das Ganze dann auch wiederum mit dem Niedergang dieses Imperiums zusammen? Es ist so, da muss man eher auf die Wirtschaft schauen. Und die amerikanische Wirtschaft ist sicher noch, man rechnet ja, wenn man ein Land an, es sind 193 Länder auf der Welt. Deutschland ist ein Land, USA ist ein Land, China ist ein Land. Die Schweiz, wo ich herkomme, ist ein Land. Und dann kann man jedes Land natürlich anschauen und sagen, was ist die Hauptstadt? Das ist schnell erklärt, Washington, Berlin, Paris, Rom, Bern, Moskau. Das ist einfach. Aber was ein bisschen schwierig ist, ist dann, was ist das Land wirtschaftlich? Und da sagt man eigentlich, man nimmt das Bruttoinlandprodukt, das BIP, und da haben ja die USA und China haben das größte BIP. Ist jetzt ein bisschen heikel zu sagen, wer hat wirklich das größte, lassen wir das noch den Amerikanern, aber die Chinesen haben extrem aufgehalten, werden die USA überholen. Und das ist der erste Faktor, wo man sieht, dass aus einer Führungsrolle weggeht, dass man einfach nicht mehr die größte Wirtschaftsnation der Welt ist. Das ist eigentlich das Erste, was man messen muss. Also muss, wenn man sich interessiert, von allen Ländern, wer sind denn die mächtigsten? Und das, Deutschland ist übrigens auch bei den... Ja, das stimmt. Also da hat Daniele Ganser natürlich völlig recht. China hat die USA nach konstanten PPP-Dollar schon in den 2010er Jahren überholt. Aber die USA kontrollieren natürlich einen viel größeren Großraum als China. China hat ja de facto keinen eigenen Großraum. Die sind ein relativ isolationistisches Land in der Vergangenheit gewesen, haben relativ wenig expansive Strebungen bewiesen und dementsprechend, ja, welche Länder könnte man denn wirklich als chinesische Satelliten bezeichnen? Allenfalls noch so einen kleinen Staat wie Nordkorea, aber sonst ist da ja nichts. Und die USA kontrollieren wirklich einen riesigen Großraum, der von Südkorea und Japan im Osten bis zur Ukraine, zu Moldawien im Westen, was heißt Westen und Osten, auf der geografischen Dimension. Ist jetzt beides in der östlichen Hemisphäre, wenn man so will. Also auf jeden Fall, die USA kontrollieren einen riesigen Großraum, in dem die Sonne niemals untergeht. Und China hat einige verbündete Staaten, aber wirklich Satelliten, so wie die USA, hat China nicht. Und dementsprechend, ja, die USA und ja, auch die europäischen Kolonialmächte, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weltordnung geschaffen, die in ihrem Interesse ist, wo sie die dominanten Mächte waren. Und jetzt gibt es aufstrebende Mächte, allen voran China, die diese Weltordnung in Frage stellen. Und es dauert etwas, bis sich die ökonomische Übermacht von China in politische Macht umsetzen wird. Also das ist ein längerer Prozess. Und je länger die wirtschaftlichen Prozesse in die Richtung gehen, die wir gerade sehen, also China hat ja systematisch höhere Wachstumsraten als die westlichen Länder, desto größer wird der Vorsprung von China und desto drängender wird es, eine neue Weltordnung zu finden. Und die USA haben natürlich ein Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Weltordnung, Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer Machtposition. Also das kann man überall sehen. Schaut euch internationale Institutionen wie den EWF an. Die einzige Nation, die da ein Vetorecht hat, sind die USA. Oder schaut euch internationale Institutionen an. IWF, Weltbank, Vorsitzende sind immer ein Europäer und ein US-Amerikaner. Oder schaut euch an, welche Länder die meisten Kriege führen. Militärische Macht ist eben auch ein Faktor. Und China hat seit 1979 keinen Krieg mehr geführt. Und die USA haben zig Militärinterventionen seitdem gehabt. Also sie sind in vielen Ländern einmarschiert, die nicht nach ihrer Pfeife getanzt sind. In der Vergangenheit auch manchmal sehr unerfolgreich wie in Afghanistan, aber die Macht, solche Kriege führen zu können, ohne dass das Konsequenzen für einen hat. Kriege, die eindeutig illegal sind. Die Macht, sich nicht an internationales Recht halten zu müssen, weil man selbst halt der mächtigste Staat ist. Diese Macht haben die USA aktuell noch, aber sie droht ihnen, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter in die Richtung entwickeln, die wir gerade sehen, sie droht ihnen langfristig verloren zu gehen. Den Top 5, ja.
Es sind die USA, es sind China, die machen Platz 1 und 2. Dann haben wir Japan, dann haben wir Deutschland, Russland ist auch dort. Also es ist ja alles ein bisschen in Bewegung. Aber das ist die erste Sache, die man anschaut. Das Zweite, was man anschaut, sind eigentlich die Rüstungsausgaben. Die USA haben 877 Milliarden Dollar pro Jahr. Das sind mehr als 2 Milliarden pro Tag. Die Chinesen haben etwa 290 Milliarden, Deutschland etwa 56 Milliarden, die Russen etwa 80 Milliarden. Also die USA haben mit Abstand die höchsten Rüstungsausgaben. Aber das ist noch kein Zeichen für Macht, wenn man trotzdem in Afghanistan verliert. Also das ist ja dann die Frage, wie kann man gegen die Taliban Sandalenkrieger verlieren, wenn man 877 Milliarden hat. Mhm. Das bedeutet, man nimmt schon die Rüstungsausgaben und dann schaut das Bruttoinlandprodukt an und dann schaut man aber auch die historische Entwicklung der letzten 25 Jahre an. Und da fällt auf, dass die NATO-Staaten, das sind 32 Staaten, Schweden ist jetzt neu beigetreten und darum sind es jetzt 32. Wir in der Schweiz sind nicht in der NATO, wir sind auch nicht in der EU, also ich schaue da ein bisschen von außen drauf und auch kritisch. Ich will auf keinen Fall, dass die Schweiz in die NATO geht. Ich möchte natürlich auch, dass Deutschland eigentlich aus der NATO austreten sollte, weil es ist ein gefährlicher Club. Aber ich sage mal, okay, die NATO-Staaten, die sind eigentlich sozusagen die Welt, die wir kennen. Wir haben immer das Gefühl, die NATO hat recht, die NATO macht es richtig, Bombardierung von Libyen ist richtig, Bombardierung von Afghanistan. Okay, das ist die Sicht innerhalb der NATO. Außerhalb der NATO haben wir eine ganz andere Sicht. Und ich lese dann natürlich andere Quellen. Also ich schaue, was sagen die Inder, was sagen die Chinesen, mit einem ganz anderen Blick auf die ganze Sache. Und da kommen wir zum Erdöl. Wichtiger Rohstoff. Die Idee war ja, nach der russischen Invasion, dass man die russische Wirtschaft zerstört. Das ist die ganze Idee mit dem Embargo, mit dem Wirtschaftskrieg. Und die Idee war halt, Deutschland und auch Frankreich und England werden kein Öl und kein Gas mehr von Russland einkaufen und die russische Wirtschaft wird zusammenbrechen. Ja, was ist passiert? Die russische Wirtschaft ist gewachsen und die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das heißt, man muss die Zahlen anschauen und dann merkt man, oh, es ist ja anders. Und wenn man die Fakten sieht, muss man sagen, dann ist aber vielleicht unsere Überlegung falsch. Weil Russland hat natürlich das Öl. Und ja, das auch hier hat Ganser 100%ig recht. Und an all seine Kritiker im Chat, sagt mir gerne, wo er hier Unrecht hat. Also die russische Wirtschaft, die wächst. Die hat sich von den Sanktionen wirklich eingebrochen, hat sich dann beeindruckend schnell von ihnen erholt und sie boomt aktuell. Also der russische, und nicht nur die Rüstungsindustrie, der Bausektor boomt, die Masseneinkommen steigen. Also die russische Wirtschaft, die läuft wirklich relativ stark, erst recht dafür, dass der Westen gerade so einen krassen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt. Also an all die Kritiker im Chat gerade, schreibt mir gerne, wo Daniele Ganser hier Unrecht hat. Ihr könnt euch gerne die Zahlen ansehen. Ihr seht, das russische BIP, das ist schon wieder über Vorkriegsniveau und die Entwicklung zeigt gerade ganz klar nach oben. Die Entwicklung in Europa, die zeigt eher nach unten. An der Stelle sei gegrüßt, Nachtschmied, dass du auch hier vorbeischaust. Und das kann, das kann ich an der Stelle auch noch sagen. Wenn du Interesse an einem Gespräch mit mir haben solltest, schreib mich gerne an oder schreib jetzt gerne einen Chat, dann schreibe ich dich vielleicht an. Wir hatten uns ja vorhin in deinem Chat ja schon unterhalten. Können die nach Indien verkaufen? Die können das nach China verkaufen. In China gibt es 1,4 Milliarden Menschen. In Indien gibt es 1,4 Milliarden Menschen, das sind 2,8 Milliarden in der Summe. Und die sind ja untereinander verbunden in den BRICS-Staaten. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. In welcher Währung wird denn das Öl verkauft? Und da kommen wir ans Eingemachte, weil es ist nicht nur die Amerikaner. Ja, Nachtschmied, das ging an dich. Ich hatte dich gerade im Chat gesehen, deswegen sei gegrüßt. Die amerikanischen Flugzeugträger, die haben 11, oder? Die Franzosen zum Beispiel haben nur einen, Deutschland gar keinen, sondern es ist auch der Dollar. Also welche Währung ist eine starke Währung? Und wenn man die Weltreservewährung hat, also wenn Sie oder ich jetzt die Weltreservewährung hätten, dann könnten wir die selber drucken. Können wir sagen, wir haben ja die Weltreservewährung, bitte 500.000. Also jeder... Ja, ich kann mich nochmal wiederholen, auch wenn ich hier... Ist ja egal, wenn es die auf YouTube stört, die sich das auf YouTube jetzt anschauen. Also, wenn du gerne mit mir ein Gespräch hast, schreib mich gerne auf Discord oder so an oder schreib mir deinen Namen auf Discord, dass ich dich anschreiben kann. Wir hatten uns ja vorhin an meinem Chat auch schon unterhalten. Also falls du Interesse daran haben solltest, wenn ich dich jetzt hier schon mal in meinem Chat sehe. Jeder denkt sich so, oh, wenn ich so eine Maschine im Keller hätte, ich würde nicht mehr arbeiten gehen.
Und es ist tatsächlich so, dass der Dollar die Weltreservewährung ist, immer noch. Und historisch eingeordnet muss ich das so erklären, das war von der Konferenz von Bretton Woods Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1973 war der Dollar mit Gold gedeckt. Das heißt, war ein fixer Wechselkurs und der Dollar war so gut wie Gold. Dann haben die Amerikaner unter Präsident Nixon Vietnam bombardiert und dann noch Laos und Kambodscha, war alles illegal, Verbrechen ohne Ende. Und dann hatten sie irgendwie gemerkt, wir haben zu wenig Gold. Und dann kann man natürlich nicht einfach die Notenpresse anwerfen, weil man ist ja gebunden. Man muss dann wirklich das Gold haben und das ist so wie eine Beschränkung. Und dann haben sie gesagt, die Golddeckung ist aufgehoben. Anfang der 70er Jahre hat man das gesagt. Und die Europäer waren noch so, was, ihr hört das einfach auf? Nixon hat einfach gesagt, das ist jetzt vorbei mit dem Gold. Anfang der 70er Jahre. Okay. Und dann hat man aber gesagt, damit das Vertrauen in den Dollar nicht den Bach runtergeht, ersetzen wir diese Golddeckung mit einer Erdöldeckung. Und das war die Geburt des Petrodollars. Und dann, was bedeutet das? Gerade die jüngeren Menschen. Eine direkte Erdöldeckung.